Meine Damen und Herren, ich rufe auf die Zusatzpunkte 10 bis 12. Beratung der Anträge der Fraktion Die Linke mit dem Titel Keine Panzer an Saudi-Arabien verkaufen sowie der Fraktion der SPD mit dem Titel Keine Rüstungsgüter in Spannungsgebiete für die Einhaltung einer restriktiven Rüstungsexportpolitik und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Keine Genehmigung zur Lieferung von Kriegswaffen an Saudi-Arabien. Alle drei Anträge werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Abgeordneten Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie noch einmal herzlich, Platz zu nehmen, damit in Ruhe debattiert werden kann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, warum haben wir diesen Antrag heute hier und jetzt gestellt? Es läuft ja schon ein Antrag von uns, Waffen- und Rüstungsexporte in die gesamte Region, auch nach Saudi-Arabien, zu verbieten. Aber über diese Anträge wird erst im Herbst entschieden. Jetzt haben wir alle gehört, dass angeblich schon entschieden ist oder in Kürze entschieden werden soll, 200 Panzer an Saudi-Arabien zu liefern. Ich halte das für einen einzigartigen Skandal und meine, dass das Parlament hier ein klares Stoppzeichen setzen muss. Jetzt ist das Parlament gefragt und jetzt muss es auch handeln. Die Panzerlieferung macht übrigens die gesamte deutsche Außenpolitik, auch die Sicherheits- und Kriegspolitik, völlig unglaubwürdig. Ich will Ihnen das begründen. Erstens, diese Regierung hat uns gerade erklärt, dass sie den arabischen und nordafrikanischen Frühling in jeder Hinsicht unterstützt. Deshalb wird sogar begründet, müssten jetzt Waffen an die NATO geliefert werden, damit man Libyen und Tripolis besser bombardieren könne, weil dies zumindest angeblich den Aufständischen und Demonstranten helfen würde. Und wenn Sie gleichzeitig entscheiden, auch Waffen an ein Land zu liefern, das im Nachbarstaat einmarschiert ist, um die Demokratie- und Freiheitsbewegung zusammenzuschießen, machen Sie sich restlos unglaubwürdig. Die Bundesregierung wird eben unglaubwürdig, wenn sie einmal Waffen mit der Begründung liefert, sie sollen den Freiheitskämpfern dienen, und andererseits Waffen an ein Land liefert, das die Freiheitsbewegung im Nachbarland zusammenschießt. Wie wollen Sie dies Ihren Kindern und Enkelkindern erklären? Zweitens, wenn man Waffen liefert, weiß man nie, wann sie eingesetzt werden. Stellen Sie sich doch einmal vor, es entsteht eine Demokratie- und Freiheitsbewegung in Saudi-Arabien, und auf die wird mit deutschen Panzern geschossen. Ich frage Sie wieder, was erklären Sie dann Ihren Kindern und Ihren Enkelkindern? Sie begründen den Krieg in Afghanistan mit dem Kampf gegen Terror. Die übelste und gefährlichste Terrororganisation ist Al-Qaida. Al-Qaida wird ausschließlich von den reichen Familien Saudi-Arabiens bezahlt. Auch hier wird die Politik restlos unglaubwürdig. Sie schicken Soldaten nach Afghanistan. Die verursachen dort Tote, auch übrigens in den eigenen Reihen. Und nach Ihrer Erklärung dient das Ganze dem Kampf gegen Al-Qaida. Und gleichzeitig liefern Sie 200 Panzer an das Land, aus dem Al-Qaida bezahlt wird. Wie erklären Sie denn das Ihren Kindern und Enkelkindern? Und diese Panzer dienen nicht dem Gleichgewicht. Sie sind ausdrücklich für den Einsatz gegen Aufständische und Demonstranten geeignet, denn sie haben Räumschild, Wasserwerfer, Tränengas etc. Kraus Maffei Wegmann, der das Ganze liefert, hat an die beiden Koalitionsparteien 2009 55.000 Euro gespendet. Das hat sich sehr gelohnt, denn zwei Jahre später bekommt er einen Milliardenauftrag. Ich sage Ihnen, Saudi-Arabien gibt mehr Geld für Militär aus als jedes andere Land in der Region. Sogar mehr als der Iran, Israel, Irak und Ägypten zusammen. Allein im Jahr 2010 43 Milliarden Dollar. Und was ist Saudi-Arabien für ein Land? In Saudi-Arabien gibt es nicht einmal im Ansatz eine Gleichstellung von Frauen und Männern. Frauen ist das Fahren von Pkw untersagt. Sie unterliegen einer gesetzlichen männlichen Vormundschaft. Bis zur Ehe in der Regel dem Vater, danach dem Ehemann. Ohne Genehmigung des Vormannes, also in der Regel des Ehemannes, darf eine Frau nicht mal ins Ausland reisen. Ich glaube, es ist erstmalig in meiner Geschichte, dass ich im Bundestag eine bestimmte Zeitung zitiere, was ich heute mache.
Ich zitiere die Bild-Zeitung. Und zwar hat die in der Ausgabe von gestern Folgendes erklärt. Saudi-Arabien ist eine der schärfsten Diktaturen der Welt. So schreibt die Bild. Und dann schreibt die Bild weiter, wörtlich. Politische Opposition gegen die königliche Herrscherfamilie wird unterdrückt. Auf Demonstrationen stehen Gefängnisstrafen. Das Land vollstreckt die Todesstrafe, auch bei Homosexualität. Ich bitte Sie, auch bei Homosexualität die Todesstrafe durch Enthauptung mit Schwert. Die saudischen Truppen halfen dabei, die Demokratiebewegung im Nachbarstaat Bahrain blutig niederzuschlagen. Zitat Ende. Alles die Bild-Zeitung. Wenn Sie mir schon nicht glauben, der Bild-Zeitung werden Sie es doch wenigstens glauben. Und die Anzahl der Hinrichtungen von 1993 bis 2009 betrug 1912. Wie wollen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern erklären, an ein solches Land Panzer zu liefern? Ich komme zum Schluss. Ich spreche nicht über frühere Genehmigungen, Fehler. Ich spreche auch nicht darüber, dass die Rüstungsrichtlinien entgegen der Annahme der SPD leider nicht restriktiv sind. Aber ich sage nur eins. Wenn Deutschland in seiner Außenpolitik, in seiner Menschenrechts- und Demokratiepolitik nicht jede Glaubwürdigkeit verlieren will, wenn sie ihren Kindern und ihren Enkelkindern nach bestimmten moralischen Maßstäben je die Welt erklären wollen, dann müssen sie heute den Export von 200 Panzern an Saudi-Arabien stoppen.